Was soll ich jetzt tun? Du meine Güte, Fischer! Die NKA hat gerade... Sie rücken über die DMZ vor! Wir befinden uns im Krieg! Warum? Wir haben gerade den Beweis gefunden, dass sie die Rakete nicht abgefeuert haben. Oh Gott! Wo wir von Raketenstarts sprechen. Die Batterie leuchtet gerade wie ein Weihnachtsbaum. Sag ich? Die zielen doch nicht etwa auf unsere Schiffe, oder? Die haben den aktiven Radar aufgeschaltet. Ach, wieso ist denn das wieder zu? Ey, wieso ist das wieder zu? Du musst diesen Raketenstart verhindern. Was soll das? Ey, was soll das? Wieso ist das wieder zu? Hä? Das ergibt keinen Sinn. Hä, ich kann mich... Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Mach das aus. Mach das an, oder... Was soll das? Das ergibt null Sinn. Ach, egal. Hä? Eigentlich hat man eine brennende Zeit. Hä? Hä? Ergibt gerade auch irgendwie keinen Sinn für mich. Warum nur? Warum ergibt das Spiel nur gar keinen Sinn? Wow, da ist jemand. Wo kommt denn der her? War der da schon immer? Hä? Ja, pack du mal deine Taschenlampe aus. Und pack dafür dein Schwert. Tja, dein Schwert. Dein Gewehr weg. Finde ich gut. Finde ich total toll. Und natürlich verliert er sein Gewehr, das er auf den Rücken angelegt hat und eigentlich sicher sein sollte. So, da wollte ich ihn grabbe. Spiel. Ubisoft. Überlegt doch mal, was ihr macht, bevor ihr was macht. Das wäre ganz nett, eigentlich. Oh my fucking freaking god. Fly away. Tschö. Was schön mit dir. Verdammt. Du kommst zu spät. Guck mal, ist der doch geil. Wird erst einige hundert Meter, ich mein, von einem Ziel entsichert. Einfach in der Luft zu verschwinden, ist doch nett. Ist doch ein netter Effekt, oder nicht? Das ist der beste Effekt ever. Durchsuche die Startkontrolle unmittelbar unter der Plattform. Schon unterwegs. Beeil dich, Fischer. Die Flugzeit der Rakete beträgt noch 3 Minuten. Ah ja, jetzt. Jetzt kommt das Zeitspiel. Zeitspiel. Wie originell. Origineller Name. Ja, ja. Was? Ich stand völlig im Dunkeln. Was soll das? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Wie oft habe ich das schon gesagt? Das ergibt keinen Sinn. Jetzt habe ich es auf jeden Fall einmal mehr gesagt als vorher. Das ergibt weniger Sinn als das davor. Fuck. Nose. No. No, 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 no. Da hast du deinen. Das ist so lecker schmecker, ne? Was? Da muss ich ran. Gute Arbeit, Sam. Das sind die Abbruchcodes. Ich muss immer noch den Notschaltkreis im Raketenkontrollraum überbrücken. Beeil dich. Die Rakete, die auf die USS Ronald Reagan zusteuert, hat ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht. Ja, hätten wir das. Moment mal. Erwartest du jetzt, dass ich für den alten Cowboy antrete? Oh, welchen alten Cowboy meinst du? Vergiss es. Du hast recht, Brim. Ich bin alt. Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel das jetzt in einer Minute gemacht hätten, hätte ich auch gesagt, die Rakete hat jetzt ihre höchste Geschwindigkeit erreicht. Daher bitte beeilen und nicht rumficken. Und, nein, und nicht hier Scheiße machen und nerven und... Und warum wollte ich gerade auf die andere Seite? Von hier aus geht das auch. Und zwar da. Gute Arbeit, Sam. Auf dem mit der Weltkarte. Das war schon alles? Sie ist explodiert? Nein, ist sie nicht. Aber ihr Sprengkopf ist nicht mehr scharf. Selbst wenn sie an den Phalanxgeschützen der Reagan vorbeikommen sollte, würde sie nur auf dem Rumpf aufschlagen und wie eine Bierdose zerquetscht werden. Bierdosen zerquetschen? Das kann die Navy am besten. Sehr witzig. Du musst zum Evakuierungspunkt. Ho, ho, ho. Stimmt. Und ja, du musst zum Evakuierungspunkt. Dabei gibt es 2 Evakuierungspunkte. Das ergibt keinen Sinn. Ja, wir könnten jetzt entweder zu dieser Seite oder zur anderen Seite. Ich entscheide mich für diese Seite, denn diese Seite ist mir sehr sympathisch. Ich mag sie einfach.
Ich bin... Ja, wie nennt man das, wenn man sich in einen Neutron verliert hat? Verliebt. Verliert hat. Ja, ich habe mich verliert. Ich verliert mich oft. Nein, ich will das Objekt nicht aufheben. Obwohl! Das ist doch jetzt... Ist doch nett. Wie ein Stein! Fick dich. Ey! Ey, das liegt da unten! Seht ihr das? Genau im Fadenkreuz jetzt. Das liegt da unten! Der liegt auf dem Wasser! Nee, Quatsch, der liegt nicht mal auf dem Wasser. Kollisionsabfrage forever, weißt du? Naja, Versuch. Ja, ist Papier. Ja, seht ihr? Habt ihr das gesehen? Egal. Über Felsen evakuieren. Die Mission kommt eigentlich als nächstes. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgebrochen, abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Viele Missionsziele. Oh! Suchen Sie nach Fracht- und Reparaturprotokollen. Das haben wir nicht geschafft. Was? Sonst schaffe ich das eigentlich immer. Egal. Aktivieren Sie eine Rakete in der verschiedenen... Ah ja. Stellen Sie diese... Ah ja. Habe ich gemacht. Cool. Bonus-Missionsziele werden, glaube ich, nicht immer angezeigt. 88%. Gut. Seoul, Südkorea. Der Angriff auf die Walsh kann nicht weiter als bis zu einem südkoreanischen Datenknotenpunkt zurückverfolgt werden. Sie müssen die dort befindlichen Festplatten sicherstellen, bevor sie in die Hände der Nordkoreaner fallen, damit die damit ihre Invasion rechtfertigen könnten. Und es lädt so langsam wie eine Schnecke. Ja, Seoul ist zweigeteilt. Nur damit ich das so sage, also aus einem Level, also aus einem Gebiet ist zwei, da sind zwei Level gemacht. Dieses Krieges in den ersten 24 Stunden bei, oh mein Gott, 6000? Ist das ein Tippfehler? Etwa 90% davon sind Verluste des Feindes. Das bedeutet, auf unserer Seite sind es weniger als 1000 Mann. Weniger als 1000? Bei Ihnen klingt das, als sei das was Gutes. Die Lage ist kompliziert. Unser Säbelrasseln hat die Koreaner in Panik versetzt. Es ist ein Präventivschlag. Unseren Informationen zufolge haben sie die Rakete nicht absichtlich gestartet. Bis wir Beweise haben, ist Seoul im Fadenkreuz. Wie stehen denn die Chancen, dass wir die Stadt halten können? Nun, bis jetzt ist noch keines der Strategiepapiere davon ausgegangen, dass wir die Stadt ohne atomare Waffen werden halten können. Und jeder weiß, was deren Einsatz bedeutet. Es ist jetzt bereits 38. Ja, ach übrigens, also das ist erstmal wieder für heute. Seoul ist nicht so toll. Ach, halt deine Fresse. So. Was ich noch sagen wollte, ich Let's Play nicht, weil ich irgendwie Abonnenten kriegen will und ganz viele Views oder so, sondern, ja, ich mache leidenschaftlich Let's Plays. Ja, ich Let's Play, weil es mir Spaß macht, denn darum geht es beim Zocken und halt auch beim Let's Playen. Und, ihr abonniert mich nicht, nein, weil ich euch das befehle und irgendwie, damit ihr mich glücklich macht, nein. Ihr abonniert mich nur, damit ihr damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich halt ein neues Video hochlade. Oder einen neuen Teil oder so. Ist ja ein Video. Ja. Das wollte ich nur gesagt haben. Damit nicht irgendwie noch blödere Kommentare in den Comments kommen, wie sie sowieso schon kommen. Kann ich gar nicht verstehen. Nur weil ich irgendwie, nur weil meine Stimme irgendwie nicht so toll ist, weil die sich jung anhört oder was, müsste mich doch nicht diskriminieren oder so. Das gibt keinen Sinn, aber egal. Also eigentlich nicht egal, aber egal. Sag ich's immer wieder. Nein, ich sag jetzt nicht, aber egal. Nein, das sage ich jetzt nicht. Jedenfalls, ist ein besseres Wort. Jedenfalls, ist jetzt erstmal wieder Schluss für heute. Bis morgen oder bis wann auch immer ich den nächsten Teil hochlade und so. Tschö.